Hallo Leute, herzlich willkommen in Belgien, im Ort Ostende. Ostende würde der Deutsche sagen. Ostende, das wissen wir nämlich von der Ansage in der Straßenbahn, heißt es richtig. Das Witzige ist, wir sind hier im westlichsten Teil von Belgien. Also eigentlich ist hier der Westen zu Ende. Die große Frage ist, warum heißt die Stadt dann hier Ostende? Ganz einfach, das Ganze, wo wir hier stehen, war tatsächlich mal eine Insel vor über 1000 Jahren mit dem Namen Testerep. Und das heißt, diese Insel war abgetrennt mit einem natürlichen Kanal vom Festland. Im Laufe der Zeit ist das dann verlandet. Und irgendwann gehörte das hier halt zum Festland zu. Und früher, als es diese Insel noch gab, war Ostende logischerweise die östlichste Stadt dieser Insel. Und daher der Name. Moin Leute, so, wir haben uns jetzt mal 3 Tagestickets für die Straßenbahn hier in Ostende gekauft, ehe der eine Fahrkarte ausgespuckt hat. Ich weiß nicht, ob der das mit irgendwelchen speziellen Verfahren aufgedampft hat. Stand hier jedes Mal 45 Sekunden. Und wir haben auch so gesagt, wenn jetzt eine Straßenbahn da steht und du wartest hier auf dein Ticket, du trittst doch gegen diesen Automaten. Ja, für 7,50 Euro, nicht für 6 Euro, das war eine Fehlinformation, habe ich irgendwo mal gesagt. Habe ich, glaube ich, gar nicht veröffentlicht. Ist ja auch egal. Also für 7,50 Euro kann es hier den ganzen Tag hin und her fahren. Ihr müsst wissen, die Straßenbahn startet bei De Pan, da ist ja auch das Plopsaland De Pan, und fährt bis nach, wie heißt der Ort? Knokke, danke. Ja, oder bis Knokke. Nach Knokke. Nee, nicht Knorke, Knokke. Wir sind ja auf der Herfahrt schon mit der Autobahn an Knokke vorbeigefahren und haben uns gewundert, ey, wie weit fährt denn die Bahn bitte? Knokke ist eine ganze Ecke weg. Es sind auch 143 Minuten Fahrzeit eine Strecke. Hi Schatzi. Wir sind hellauf begeistert, dass bei Außentemperaturen von nur 16 Grad hier die Klimaanlage läuft. Ich kriege hier gleich Stalaktiten an der Nase. So Leute, wir sind schon wieder völlig woanders. Dieses Video geht kreuz und quer. So, wir frischen mal mein Flämisch auf. Koppinostende. Geniet van dit prachtige Dörn en Polderlandschap in der dichte Umgeving van herrlijke restaurantjes en op een Boek, was? Boek schreit van Strand en Zee. Also Leute, man kann es nicht oft genug sagen. Baut unbedingt Türen ein, ja, um euer Grundstück zu schützen. Das ist enorm wichtig. Das ist das Erste, was ihr machen müsst, damit da kein Einbrecher reinkommt, ja? So, eine kleine Wohnungsbegehung. Ja, das ist der Balkon, und zwar der Balkon zur Straßenseite. Dann haben wir hier unser schönes Wohnzimmer mit Küche und dieser Kochinsel. Naja, es ist keine Kochinsel, hier ist halt die Spüle. Wirklich alles sehr funktionell. So, dann haben wir hier vorne rechts die Eingangstür, aber was ich euch zeigen will, ist hier der Abstellraum. Denn die Vermieterin ist sowas von urlauberfreundlich, die bietet hier ganz viel an, Skateboard, Fußball, okay, ein Roller ist dabei. Die hat hier sogar oben nochmal ganz viel Klopapier stehen. Ich bitte euch, manchmal habt ihr maximal eine Rolle Klopapier, wenn ihr hier ankommt, und dann ist es Sonntag und ihr könnt nichts nachkaufen. Kennt ihr ja. Staubsauger, dann haben wir hier sogar eine Waschmaschine. So, und weiter geht's. 90 Quadratmeter haben wir hier. Ein schöner Spiegel, da haben wir das Netz mal ein bisschen abgehangen, damit wir uns auch spiegeln im Spiegel. Dann kommt Lillys Zimmer, die hat das für sich eingenommen. Die hat hier sogar einen Balkon dran. Das ist der zweite Balkon der Wohnung. Da geht's dann auf diesen richtig schicken Hinterhof. So, vom Flur aus nach links geht es dann in die sanitären Einrichtungen. Und zwar haben wir ein Doppelwaschbecken, eine schöne Dusche und ja, jetzt kommt das Rätsel des Tages. Normale Armatur, hier gibt es Wasser an. Die Frage ist, wie stelle ich diesen Wasserstrahl um auf die Dusche? Hier ist nichts, haben wir natürlich alles schon abgesucht, wir haben es nicht rausgekriegt. Ja. Das ist unsere Wohnung.